Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute haben wir mal was anderes. Heute haben wir mal wieder was zu trinken. Und zwar habe ich hier von Kaufland, habe ich hier mal so ein Viererpack Fanta Classic mitgebracht. Das hatten die da im Angebot, so ein Viererpack 1,49. Gut, da sind jetzt 0,25 Milliliter drin, also ein Viertel Liter. Das ist also für 1 Liter Fanta 1,49. Billig kann man das, glaube ich, nicht so ungefähr nennen. Gut, die meisten von euch, die werden sagen, warum Fanta Classic? Ja, wo ich das erste Mal diese Werbung gesehen habe, wo der da auf dem Flohmarkt die leere Flasche da sich gekauft hat und dann um die Ecke geht und dann die Frau da sieht an dem Imbiss oder was auch immer das da ist oder Kaffee, die dann diese genau dieselbe Fanta-Flasche hat und da draus Fanta trinkt. Die Jüngeren unter euch, die werden diese Sorte Flasche hier nicht mehr kennen. Aber ja, ich kenne die noch aus meiner Kindheit, diese Flaschen. Also das ist schon, das ist schon richtig retro, kann man sagen. Diese Flaschen, die existieren schon, ich weiß gar nicht, wie lange nicht mehr. Die waren damals, in den 80ern. Kann man sagen, waren die mal populär. Aber der Geschmack soll ja auch so sein wie früher. Und darauf bin ich jetzt mal gespannt, weil ich kenne den Geschmack von den, ich sage mal in Gänsefüßchen, neuen Fantas. Davon kriege ich jämmerlich Sodbrennen. Aber ich weiß noch ganz genau, wie die alte Fanta geschmeckt hat. Und die habe ich ja als Kind und Jugendlicher viel getrunken. Und von daher weiß ich noch ganz genau, wie der Geschmack ist. Und da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, ob sie den Geschmack wieder getroffen haben. Ob die genauso schmeckt wie damals die. So. Ja. Sieht leicht gelblich aus, also nicht so übertrieben gelb wie die heutige. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen, weil früher die alte Fanta, die war auch nicht so extrem gelb. Das ist auch nur so ein leichtes Gelb. Und ja, jetzt bin ich wirklich mal gespannt, ob die wirklich so schmeckt wie die alte Fanta. Ja, nicht ganz so, aber schon, ich sage mal, geschmacklich schon sehr nah dran. Sie ist, Gott sei Dank, nicht so geekig süß wie die heutige Fanta. Und ich sage mal, sie ist ein bisschen säuerlich. Für den einen oder anderen wird es wahrscheinlich ziemlich sauer sein, aber für mich ist sie, ist es angenehm sauer. Sie ist Gott sei Dank nicht so säuerlich. Und was ich natürlich sagen muss, der Geschmack ist so säuerlich und so, wie soll ich denn das erklären? So leicht wässrig. Das war der damalige Geschmack. Definitiv nicht so wässrig. Der war also schon, ich sage mal, intensiver. Von der Säure her ist das schon nicht schlecht. Gott sei Dank nicht so süß wie die heutige Fanta.
Und ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also der Geschmack ist nicht so hundertprozentig getroffen. Er ist aber schon nicht schlecht und deswegen gebe ich der Fanta hier trotzdem 5 Sterne, weil die heutige Fanta, wenn ich die testen würde, die würde maximal von mir nur 4 Sterne, vielleicht auch nur 3 Sterne kriegen, weil das ist, ja, das ist eine süße Plörre, die heutige Fanta, und hat hier mit der hier überhaupt nichts zu tun. Die ist wirklich schön herb. Bloß halt eben so der Allgemeingeschmack, der ist mir ein bisschen zu wässrig. Der damals von diesem Original Fanta, der war ein bisschen intensiver. Aber ist schon sehr, sehr gut getroffen. Da haben sie wirklich, wirklich was, ich sage mal, Vernünftiges hier gemacht. Und ja, wenn sie die nochmal ins Sortiment nehmen, ich weiß nicht, ob sie das jetzt hier nur so als Sonderedition genommen haben, um, ja, ich sage mal, den Verkauf wieder von Fanta ein bisschen anzuregen, oder ob sie das denn nachher wieder in irgendeine Geschmacksrichtung fest mit in das Programm aufnehmen, dass sie ihr Fanta Classic fest im Programm dann drin haben. Also dann kann ich mir vorstellen, dann kaufe ich mir diese Fanta auch öfters wieder. Wie gesagt, die neue Fanta brauche ich nicht zu kaufen, hat keinen Zweck. Da trinke ich 2-3 Gläser und dann kriege ich tierisches Sodbrennen. Da brodelt es wirklich denn im Magen. Also das ist Teufelzeug. Das mag ich nicht, die neue Fanta. Aber die hier, die ist lecker. Doch, ja, muss ich gestehen. Also wer so nicht auf so süßes Zeug steht, sondern doch ein bisschen etwas herber möchte, der ist mit dieser Fanta hier wirklich sehr gut bedient. Kann ich nur empfehlen. Okay, das war jetzt dieses Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt das Video auch gerne teilen auf Facebook, auf Google+, auf Instagram, auf Twitter, wo immer ihr möchtet, habe ich absolut überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil, würde mich sogar noch ein bisschen freuen, wenn er das ein bisschen bekannter macht hier alles. Und ihr könnt auch gerne ein Abo da lassen, das würde mich auch sehr, sehr freuen. Ansonsten sage ich erstmal ja, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.